So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Ja, in dieser Folge kehren wir wieder zurück nach Alheim-Laurenzbach und wir fahren die Linie 22, also die nächste Linie praktisch von der letzten Folge Alheim-Laurenzbach. Und zwar fahren wir von Alheim-Holdau-Postamt nach... keine Ahnung, wo das jetzt nochmal ist. Nach Siedlung Hohn und wir fahren mit dem MN-Line City A21 Dreitürer in der deutschen Version vom MN-Line City Pack von Sobol. Das neue Pack, die Version 1.2 mit dem Hotfix auch noch. Ich muss gleich sagen, dass ich mir den ein bisschen gemoddet habe, weil er Fehler hatte. Ist auch privat, also gibt es nichts zum Download. Müsstet ihr euch selbst zurecht modden oder Sobol Fix das im nächsten Update. Aber es waren Kleinigkeiten. Der größte Teil ist okay. Die Busse gefallen mir sehr gut. Ja, wir fahren hier mit dem Traffic Repaint, was auch mitgeliefert wird von Sobol. Das ist nämlich das Frankfurt Repaint, Frankfurt am Main. Ja, passt nicht so ganz, aber es gibt keine Updates. Also es erstellt wirklich keine Updates und das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass das Template so ziemlich einseitiges, würde ich sagen, und das ist auch, finde ich, kein richtiges Template, was der da mitgeliefert hat. Das ist erstmal für die Euro 4 Version, also keine Chance, dass wir irgendwie das hier machen könnten, mit diesem Schattenwetter. Wenn man die Repaints anschaut, also die PNGs, da muss man immer so einen Schatten machen, und wie will man das denn hinkriegen, wenn man kein richtiges Template hat? Deswegen, das ist ein bisschen blöd gemacht, dass er halt das so gelöst hat, aber naja. Da müssen wir halt damit leben und deswegen gibt's auch nicht so viele Repaints. Lemmental Repaint gibt's noch. Das ist so ziemlich das einzige für eine OMSI Map im deutschen Bereich, weil im polnischen, da gibt es viel. Also da gibt's Stettin und noch andere Städte. Also da, ja, hat er dann ordentlich was gemacht. Ist ja auch klar, er ist Pole, deswegen hat er auch, denke ich mal, viel für Polen gemacht. Schade, bisschen, aber naja, was will man machen? Gut, innen sieht er so aus. Das Lenkrad zum Beispiel habe ich mir auch reingebaut, weil er hat dann nämlich das EEV-Lenkrad reingemacht. Weiß nicht, vielleicht hat er das vergessen, einfach umzuändern in der Model-Datei. Habe ich mir einfach gemacht. Ich musste dann noch Texturen aus dem Line City übernehmen, weil er die auch vergessen hat. Also, bisschen verplant. Dann die Scheibe, hier war keine Scheibe, habe ich mir eine Scheibe reingemacht. Aber ist alles privat, wie gesagt, das gibt's nicht zum Download, weil, ja, wie gesagt, ich darf das nicht. Man darf ja heutzutage praktisch nichts mehr veröffentlichen, einfach so, deswegen. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Bus so ganz legal veröffentlicht wurde, weil hier, wie gesagt, viele, viele Teile aus anderen Bussen eingebaut wurden. Und ich habe auch schon gesehen, wie der Typ arbeitet. In seinen Livestreams, die er auch oft gemacht hat. Also das ist wohl nicht so ganz legal, deswegen ist er auch im OMSI-Forum gesperrt. Also da darf er nichts mehr veröffentlichen. Ja. Naja, bei Streffer OMSI gibt es das auch nicht mehr, deswegen diese Busreihe, wenn ihr das weiter verfolgen wollt, die gibt es nur bei Sobol auf seiner Facebook-Seite, die ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Da könnt ihr ihn abchecken. Da veröffentlicht er auch praktisch täglich, glaube ich, neue Updates, also Bilder-Updates von der Entwicklung, und ja, er gefällt mir, also dieser Bus gefällt mir sehr gut. Ich habe ihn mir, wie gesagt, gemoddet, weil es so ein paar Sachen gab, die mir nicht gepasst haben, deswegen habe ich mir praktisch eine eigene Version gebaut, die DE-Version praktisch, ohne diese ganzen polnischen Busse, weil ich mag diese polnische Konstruktion gar nicht, also ich mag es nicht, dass ich hier nicht diese Ticketbox habe. Ich mag es nicht, dass ich da eine Kassette habe, also das mag ich nicht, deswegen, ich bin nur Fan von der deutschen Version, weil ich eben auch in Deutschland wohne und ich kenne auch nur praktisch die deutsche Version, deswegen ist auch klar, wir haben hier diesen schönen Lavo-Bildschirm, der mir sehr gut gefällt. Naja, wir sehen uns das gleich an, ich starte mal den Motor. Habe ich genug Tank? Ja, habe ich, okay. Weil das ist so eine Tankmeldung. Hier kommt immer, wenn man unter 25% Tank hat, glaube ich,
oder 15 kommt, will eigentlich eine Tankmeldung kommen, also dass der Kraftstoffinhalt praktisch zu gering ist, aber da fehlt eine Textur. Da fehlt eine Textur und deswegen zeigt er hier dann immer weiß an. Und bei der Euro 5 Version ist es so, dass es hier keinen Umschaltknopf gibt. Wie hier zum Beispiel, seht ihr? So. Sowas gibt es bei der Euro 5 Version nicht und deswegen ist es ein bisschen blöd, weil man dann eben gezwungen ist zu tanken, obwohl man theoretisch noch genug Tank hätte, um die Tour zu fahren. Genau. Also so sieht's aus. Ich weiß nicht, modde mir es vielleicht noch so, dass er hier direkt nur den Haltewunsch anzeigen wird. Das ist ziemlich unüblich, dass der hier Datum und Uhrzeit anzeigt. Also das gibt's praktisch. Also ich in Deutschland noch nie gesehen, dass der, ja vielleicht einmal oder so, dass der hier wirklich Datum und Uhrzeit anzeigt. Also das ist ganz klar für Haltewunsch. Deswegen weiß ich nicht. Ja gut, er kennt es vielleicht auch nicht anders, weil er sowas überhaupt nicht kennt. Aber gut. So von Holder Postamt geht's los. Ich müsste nur schauen, von wo genau. 19 Einstieg. Dann wird wahrscheinlich. Weiß es nicht genau, wo der Einstieg ist. Ach, 22, ja, ich suche die ganze Zeit nach 25, ja. Okay, hier ist der Einstieg. Dann müssen wir hier rum und dann hier raus. Okay, gut. Habe ich verstanden. Okay, gut. Ich weiß nicht, ich schilder noch nicht. Ich schilder es dort. Wie ihr seht, hier ist immer Loading AI. Da ist auf jeden Fall irgendwas falsch. Dass er so impulsiv und praktisch anzeigt. Hören wir uns mal den Motor an. Hört sich ganz gut an. Vielleicht mal von außen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Vergleich zu der Realität, deswegen. Ja, hört sich gut an. Gut, die Tür-Sounds. Und da fehlt mir dieses Klacken. Also wenn er da ankommt, das so ein bisschen klackt. Das fehlt mir irgendwie. Das ist, kenne ich halt nicht anders. Das ist hier, wenn er praktisch hier so aufmacht und da ankommt, dass es dann so ein bisschen klackt. So, vielleicht kennt ihr es. Gut. So, dann fahren wir mal los zur ersten Haltestelle, die ist ja direkt da vorne. Wie gesagt, der Bus ist schon modifiziert, also da, wie gesagt, bitte nicht fragen, darüber. Modifiziert ihn euch. So wie es euch passt. Ich habe nur Sachen verändert, die mich wirklich stören. Also hier, dass die Scheiben nicht da waren. Und ich bin da kein Profi drin, aber wie gesagt, ist ja auch nicht öffentlich, wird auch nie öffentlich sein, weil das eben nicht geht. Und genau. Fehler bei Bereisbrücken, das ist auch sehr schön. Wie gesagt, OMSI und Alhem Laurensbach waren nie gut befreundet, deswegen. So, jetzt nochmal. Ja, danke. Ich weiß nicht, was da los ist. Es kommen keine Autos mehr. Na doch, jetzt. Das ist sehr komisch. Also heute ist OMSI wieder. Heute hat OMSI wieder so einen Tag. Wieder einen seiner Tage. Ja, ich muss mir das wegmachen, weil ich
kann mir das nicht anschauen. Das ständige Loading-AI. So, dann genießen wir mal die Fahrt. Ich habe wieder mal Probleme mit der Bremse, also die bremst. Also jetzt bremse ich, aber manchmal, weiß ich, vielleicht jetzt nicht mehr. Also das ist alles so tagabhängig, uhrzeitabhängig. Also mal ist das so, mal nicht. Das ist, ja, muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Genau, die Spiegel habe ich mir eingebaut. Also die sind schon mitgeliefert. Kann man halt mit der Set War einfach ändern. Ich mag die Spiegel, weil ich finde, dass die einfach am besten passen zum Line City. Vor allem zu diesen neuen, also Euro 6. Passen die, finde ich, sehr gut. Da passen diese anderen Spiegel nicht. Ich will jetzt nicht sagen ältere, weil ich kenne mich da nicht so gut aus. Vielleicht gibt es auch neue, diese anderen Spiegel, aber ja, keine Ahnung. Also. Ups. So, mache ich das mal aus, weil das ist meine Klimaanlage. So. Wie gesagt, es ist Sommer, es ist heiß. Da muss man schon kühlen. Genau. Kann man jetzt das wieder? Ja. Na gut, ignoriere ich einfach. Weil das macht mich einfach nervös, wenn ich da oben links immer sehe, dieses Loading AI. Da ist irgendwas falsch. Also in der AI-List gibt es wieder mal irgendein Auto nicht, was ich eingetragen habe. Also ich kann keine. Oder doch? Weiß ich. Na, ich kann mir schon vorstellen, womit das zusammenhängt. Deswegen, ja. Hallo. Aber da passt irgendwas nicht. Dass da oben links immer Loading AI steht, da passt irgendwas nicht. Also da muss ich dann nachher nachschauen, woran das liegt. Irgendwas passt da nicht. Ja, wie gesagt, wir sind wieder mal zurück in Achim-Laurensbach, weil ich ja gesagt habe in den letzten Folgen, dass ich ja meine alten Serien, die ich angefangen habe, wie zum Beispiel eben Alheim-Laurenzbach, dass ich die natürlich ja zu Ende bringen will, weil ich die ja angefangen habe. Zum Beispiel Alheim-Laurenzbach eben hatte ich nur die Linie 20 und 21, aber ja. Es gibt ja auch noch weitere Linien. Das ist jetzt die 22, in der nächsten Folge OMSI 2 wird es dann die Linie 23 geben, die auch sehr lang ist, deswegen da habt ihr dann eine längere Folge. Genau, ich spiele ohne diese Updated-Version, weil ich die Updated-Version einfach nicht passend finde. Ich hab mich vielleicht auch einfach so an diese Version gewöhnt, an die normale Version, an die erste Version, dass ich, weiß nicht, dass ich einfach nicht klarkomme mit Alheim dieser neuen Version. Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, ich finde einfach diese Version viel besser. Ich finde das Linienkonzept besser und ich will diesen ALX immer noch haben. Alle ALX gehört einfach, finde ich, dazu. Zu Alheim-Laurenzbach gehört ALX, das habe ich so gelernt und das ist einfach so. Achso, ich habe mich hier vertan. Ich habe mir gedacht, jetzt geht's da links zum Hauptbahnhof. Aber nee, ist ja so. Genau. Ich weiß nicht, ob es am Citado liegt, keine Ahnung. Ja, da bleibt einem einfach keine andere Möglichkeit, als einfach diese ganz alten NLs und NGs zu fahren zu lassen. Weil, wie gesagt, diese Busse machen einfach Probleme. Also ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Aber die schönen Busse, die modernen Busse, die machen einfach Probleme. Also der Citaro Facelift fährt langsam, fällt dann an, fährt dann wieder los. Also da weiß nicht, finde ich sehr schade, weil so viele schöne Busse würde ich gern fahren lassen. Aber erstmal ziehen die Performance und zweitens, weil die funktionieren auch oft einfach nicht. Dann bleiben die einfach stehen. Ich weiß nicht, was dieser Kollege hier macht. Ob er hier Pause macht oder was er hier macht. Ja, natürlich macht er hier Pause, oder? Nee. Was macht er dann hier?
Skriptfehler wahrscheinlich. Hier ist die Tür offen. Naja. Ruhe da hinten! Hab hier Probleme. So ein Arschloch, ey. So ein Penner. Ja, die kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen, ne? Ist ja klar. Wie soll ich die denn jetzt mitnehmen? Ja, sowas. Und das meine ich halt, ne? Also da, man will einfach schön fahren, man will einfach die Fahrt genießen, aber dann kommt einfach sowas, dann kommt einfach sowas, was dir einfach den Spaß verdirbt. Weil da so ein Kollege einfach nicht losfahren will. Der Solaris ist schwarz. Also, da, ganz ehrlich, da bleibt mir keine andere Möglichkeit, als einfach wieder mal die NLs und NGs fahren zu lassen, weil die einfach ohne Probleme funktionieren. Meistens. Was ich echt schade finde, weil hier passen keine NLs, aber ich habe einfach keine andere Möglichkeit, als diese alten Busse aus Spandau wieder fahren zu lassen. Aber was machen die hier? Ist hier eigentlich nicht das so geregelt, dass dann der Bus fahren darf? Ach, keine Ahnung. Frankenstraße. Die KI in OMSI ist sowieso unberechenbar, also die macht, was sie will. Achtet auf niemanden. Aber das mit den Bussen ist schon schade, also das finde ich schon sehr schade, dass ich da einfach diese uralten MAN-Busse fahren lassen muss. Also finde ich halt wirklich sehr schade. Aber, naja, kann man nichts machen, ich muss die wieder fahren lassen. Ich habe schon so schön die KI-Liste, die AI-Liste, schön zusammen gemacht. Praktisch schön alle Busse. Diese Line Cities von Mainz, die lasse ich auf jeden Fall, weil die funktionieren ohne Probleme, wie ich jetzt merke, wie ich es jetzt merke. Aber die Solarisse und C2s, die müssen auf jeden Fall ersetzt werden, weil die erstmal ziehen die Performance und die funktionieren noch nicht richtig. Also, naja. Vor allem der Solaris mit schwarzen Texturen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe gerade vor kurzem, gerade eben, frisch den 4 GB-Patch installiert. Ich habe in meinen Optionen, meinen Einstellungen bei Grafikspeicher, habe ich praktisch. Ja, das Maximum einfach, was bei mir möglich ist, habe ich auf jeden Fall da hingeschrieben. Das ist schon viel. Also da hat OMSI einfach seine Tage. Auch mit dem Loading AI, also da stimmt irgendwas nicht. Das merkt so ein erfahrener OMSI-Spieler sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau, also ich mache das immer so, dass hier praktisch diese Haltestellenbremse mit Türfreigabe praktisch. Die drücke ich dann einfach und dann macht man die einfach wieder. Ups, macht man die einfach wieder raus und dann kann man wieder fahren. Nur die erste Tür muss man selber aufmachen. Aber sonst der Rest ist halt automatisch mit Lichtschranke, also da funktioniert das automatisch. Die Kameras-Perspektiven sind, finde ich, sehr gut gemacht. Achso, ich habe euch das hier noch nicht gezeigt. So sieht's dann aus. Ist halt ganz normal, ne? Frankenstraße, da, bis nach Siedlung Hohen. Hier zeigt er auch Innentemperatur und Außentemperatur an. Also das ist auch sehr gut gemacht. Wie gesagt, ist ein schöner Bus. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.
Der hat halt so seine Fehler, aber der Sobol ist auf jeden Fall dabei, diese Fehler zu beheben. Und ich habe auch gesehen, in der nächsten Version wird es auch, Hauptstraße. so wie ich das gesehen habe, den Zweitürer geben, den Zweitürer A21 in der deutschen Version geben. Was ich richtig schön finde, weil dann gibt es vielleicht auch mal wieder Repaints. Weil wie ich das so mitbekomme, also auch ich mag keine Dreitürer, ich mag Zweitürer. Ich denke mal, der Großteil der deutschen OMSI-Spieler mag eben Zweitürer mehr. Nur die Polen, die sind einfach verrückt auf ihre Dreitürer. Ich hasse Dreitürer. Ich finde, es passt einfach nicht. Ich finde zu viele Türen. Zumal ich bei meinem Lenkrad auch nur eben zwei Türtaster belegt habe. Und ein dritter Türtaster, der würde dann diese Sicht halt wegmachen. Weil ich habe halt meine Sicht auf diese oberen zwei bei meinem G29. Auf die oberen zwei rechts. Und wenn ich da den dritten Türtaster hinmachen würde, dann würde das Ding hier, das hier, würde dann wegfallen. Da müsste ich anders halt schauen. Also, das passt noch nicht ganz. Leipziger Straße. Und bei dem Bus ist es so belegt, dass die normale Haltestellenbremse mit Türfreigabe, dass das hier die ganz normale Haltestellenbremse ist. Also nicht die normale Haltestellenbremse, sondern einfach die, ja, Haltebremse einfach, damit der Bus nicht weiterfährt, aber nicht, dass sich die Türen öffnen. Das ist halt auch so. Also ich würde es mehr mögen, wenn da eben auf dieser Taste dieser Autotüren-Knopf wäre praktisch. Oder ich kann es ja mal ausprobieren, vielleicht klappt das ja. Ne, seht ihr also da, ja, klappt nicht. Ah, und noch was mir auch aufgefallen ist, seht euch mal das an. Da ist auch irgendwas schiefgelaufen. Oder warte, vielleicht geht's jetzt? Ne, also geht auch nicht. Ne? Also irgendwas ist da auf jeden Fall, was nicht so klappt. Das Dashboard finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut gemacht. Ist halt das normale MAN-Dashboard. Kein VDV, was ich auch sehr gut finde, weil VDV hat ja jeder. Das Dashboard ist ja nicht so häufig. Deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr gut. Funktioniert auch sehr gut, also zumindest bei der Version. Bei der polnischen Version gibt es Fehler, also da stimmt irgendwas nicht, aber zum Glück fahre ich keine polnische Version und ich fahre auch keine polnischen Karten, weil ich das einfach nicht mag. Ich mag einfach die deutsche Version. Dresdner Straße. Mit so einer Ticketbox, dass es einfach so ist. Achso, und übrigens, also, es sind, glaube ich, nur Void-Varianten dabei, oder? Oder eine Version, glaube ich. Die Euro 4-Version, glaube ich. Die gibt es auch mit ZF. Wenn ich mich nicht irre. Sonst nur Void. Also, ich finde es, ja, weiß nicht. Ich mag halt ZF mehr, aber eigentlich Void ist auch nicht so schlecht. Man muss sich halt dran gewöhnen. Aber sonst sehr guter Bus, gefällt mir. Fahre ich auch so, also ich fahre diesen Bus sehr gerne. Die Sitzposition von den Leuten, ich kann euch das ja mal zeigen, wartet. Das hier ist sehr witzig, also da hat er anscheinend. Also der, ich weiß schon, wie der das gemacht hat, ne? Ich kenn schon solche Methoden, ne? Der hat als Basis auf jeden Fall den A21 von V3D genommen.
Und der Basisbus von V3B hat halt hinten, der hat halt nur zwei Türen. Das ist halt einfach so. Und ja, wie gesagt, der wollte halt drei Türen und deswegen hat er einfach diese eine Sitzreihe da weggebaut. Und die andere auch, hat halt umgebaut zu so, ja, Quersitzen praktisch. Ich weiß nicht, wie ich das benennen soll, aber auf jeden Fall Quersitze da hinten. Und hat aber dann, weiß nicht, aus fehlender Kompetenz oder irgendwie sowas, hat er es dann nicht geschafft, auch die Position der Fahrgäste zu ändern. Also, dass die nicht da so sitzen wie in einem normalen Bus. Also mit so Reihen halt. Sondern dann sitzen die halt ja so in Reihen anstatt halt quer. ICB Halle. Weiß nicht, ob ihm das schon aufgefallen ist. Vielleicht, er fährt wahrscheinlich selber nicht mit diesen Bussen, deswegen ist ihm das noch nicht aufgefallen, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Oder ihm ist es einfach egal. Das kann auch natürlich auch sein. Ist ja seine Entscheidung, er baut ja die Busse, deswegen, ja, wenn ihn das nicht stört. Ich schaue da zum Glück nicht hin, weil, ja. Oh, ups. Weil ich schaue ja beim Fahren nach vorne und nicht da rein. Und auch generell passt die Position der Fahrgäste nicht so ganz. Also die sitzen da nicht so, wie sie sitzen sollten. Also hier, also da hat das auch nicht richtig angepasst. Also der hat zwar, im Modell ist er wirklich sehr gut. Also Modell arbeiten kann er. Weiß nicht, ob ich sagen sollte, Modell kopieren. Aber auf jeden Fall sowas kann er. Kann er sehr gut sogar. Sie habt da gesehen, ich hab, wie gesagt, ich hab diese Livestreams von dem gesehen, mal. Und da habe ich halt gesehen, wie der arbeitet. Und ja, meiner Meinung nach geht das nicht. Also, dass er einfach Sachen von anderen Leuten benutzt, ohne sie zu fragen. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich dafür keine Credits bekommen. Nee, der hat wahrscheinlich dafür keine Ding bekommen, keine Erlaubnis bekommen. Thomas Forst. Ja, aber es interessiert ihn einfach nicht. Also, der baut einfach, wenn man sich mal umschaut, also man kann mal in den Ordner gehen von diesem Bus, bei den Scripts, bei den Sounds, da findet man Sachen von X10, vom X10-Addon, vom Doppeldecker sieht man was. Modell, was gibt's da? Die Türen bestimmt sind von einem anderen Bus kopiert. Die Sitze, ich glaube, die Sitze hat er selber gemacht. Also wie gesagt, also man kann sich ja mal umschauen im Busordner, was er da alles gemacht hat. Und da merkt man einfach, da sieht man halt, was er wirklich gemacht hat da. Und von wem er was verwendet hat. Brandenburger Straße. Aber gut, wenn man danach ging, also da könnte man praktisch nichts mehr veröffentlichen und die Leute müssten einfach mit diesen Standardbussen fahren. Deswegen, ja, finde ich es gut, dass er es so veröffentlicht hat. Ich wollte es nur mal anmerken, dass er eben vieles von anderen Bussen kopiert hat. Und war auch nicht für privat, sondern halt für öffentlich, ne? Also, was ich mir privat mache, ist ja auch eine andere Sache, ne? Das ist ja auch der Unterschied, ob man etwas veröffentlicht oder halt auch privat macht. Deswegen, wenn ich sage, ich habe mir, wenn ihr irgendwas seht bei mir, was anders ist als bei anderen, dann seht ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall Links zu Busmods.
Und was halt da nicht ist, habe ich mir halt privat eingebaut. Und das gibt's natürlich nicht zum Download, weil... Tja. Wie gesagt, die wenigsten, wirklich die wenigsten erlauben eine Wiederverwendung. Es ist man praktisch ihre Sachen weiterverwendet in im eigenen Bus. Ja, finde ich sehr schade, dass man eben so umgeht, also dass man keinem erlaubt, was mit seinen Sachen zu machen. Weil es gibt schon sehr schöne Busse, wo sehr schönes, wo sehr schöne Dinge drin sind und ja, die darf man halt nicht im anderen Bus verwenden und nicht veröffentlichen. Ich meine, die, die das machen, die kennen sich natürlich aus damit und die machen sich das so. Aber die, die sich nicht auskennen, die bewundern dann natürlich diejenigen, die das machen. Ich meine, ich denke nicht, dass gewisse Menschen ihre Mods nicht veröffentlichen, weil sie einfach nicht wollen, weil sie zu egoistisch sind, sondern einfach, weil keiner es erlaubt. Weil keiner erlaubt, dass man seine schönen Mods halt in anderen Bussen verwendet, was ich sehr schade finde und ein bisschen auch egoistisch einfach. Aber gut. So, wo muss ich hin? Rechts. Laut eigenen Angaben hat der sowohl die originalen physikalischen Daten bekommen von MAN oder sich gekauft vielleicht, keine Ahnung. Deswegen sollte von der Fahrphysik her alles okay sein. Und in seinem Pack, also in seiner Version 1.2, sind enthalten auf jeden Fall der A21 Dreitürer in der polnischen und deutschen Version jeweils Euro 3, Euro 4, Euro 5 und Euro 6. Und 10G, aber 10G mag ich nicht, deswegen habe ich mir die 10G-Version auch nicht gemoddet. Was? 5 Minuten Verspätung? Wie geht das denn? Genau, dann ist noch enthalten der A37, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Dann der A76, auch Göppel genannt. Ja, und ich glaube, das war's. Vielleicht habe ich auch was vergessen, kann auch sein. Auf jeden Fall, ich mag diese Busse, ich verwende die auch. Ich fahre mit denen und ich liebe sie. Morgen. Weil es halt schon sehr selten ist, dass irgendwas Neues erscheint, weil eben niemand erlaubt, die Sachen wieder zu verwenden. Ja, da, wie gesagt, da kann man sich bei den Entwicklern der Mods bedanken, dass sie so egoistisch sind. Bortere Landstraße. Aber ganz ehrlich, dieses, ich veröffentliche nicht, weil der und der meine Sachen wiederverwendet hat und veröffentlicht hat. Also das kann ich nicht so ganz verstehen, weil, also mir, mir ist noch nie aufgefallen, dass wirklich irgendwas veröffentlicht wurde, was nicht veröffentlicht werden durfte. Also, da ist mir nichts bekannt. Ganz ehrlich, und das wird ja so oft gesagt, dass angeblich so viele die Sachen einfach wieder verwenden und wieder veröffentlichen. Also, nee, das ist einfach nicht so. Finde ich nicht.
Deswegen, ich modde mir meine Busse auch, aber ich zeig sie einfach nicht. Ich zeig sie nicht, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn man sich sowas anschaut und man einfach weiß, dass man sowas nie fahren kann. Deswegen, ich habe mir vielleicht viel privat gemoddet, aber ich zeig das ganz bestimmt nicht, weil ich eben nicht eifersüchtig machen will. Ich will es einfach nicht, dass Leute meine Videos anschauen und sich so denken, das würde ich auch gerne fahren. Also ich modde, wenn ich wirklich meine Mods zeige, wenn ich wirklich mit meinem gemoddeten Bus fahre, dann ist es wirklich nur leicht gemoddet, was praktisch nicht so viel Änderung hat. Wie zum Beispiel der, ich hab hier nicht viel gemoddet, also praktisch nichts. Ich habe hier nur die Scheiben gemacht und in paar Repaints musste ich die Scheiben bei der Matrix musste ich wieder transparent machen. Aber bei paar Repaints hat er es auch so gemacht, deswegen kann man einfach Copy and Paste machen und dann ist auch gut. Deswegen da passt es auf jeden Fall. Wie gesagt, Link zum Bus ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Ihr könnt ihn euch gerne runterladen. Ich weiß nicht, ob man bei Facebook. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass man bei Facebook angemeldet sein muss, um das zu sehen. Ich weiß nicht genau. Also ich bin bei Facebook, aber jetzt nicht so oft öffentlich. Also ich habe eine Seite, Gaming Freak, bei Facebook. Die findet ihr bei meiner Kanalinfo. Aber da poste ich nichts. Also ich habe die mir nur erstellt, damit halt. Ja, damit. Wow! Ja, damit ich halt einfach eine Seite habe auf Facebook. Ganz einfach. Genau, da könnt ihr diesen Bus runterladen. Den gibt es sonst nirgendwo. Also ich habe den nirgendwo gefunden. Der hat, also anscheinend überall, wo er versucht hat, diesen Bus zu veröffentlichen, haben die ihn wieder runtergenommen. Wahrscheinlich wegen Urheberrechtsverletzung. Weil er halt wirklich extrem viel von anderen Bussen kopiert hat. Was natürlich geht, nicht geht. Ne? Also das kann man auch nicht einfach so machen. So, wir sind da. Ja, genau. So, ich mach mal schnell so. Ich mach schnell Thumbnail. Ich fahr mal schnell, wartet. Ich ein bisschen nach links fahren. Passt es jetzt? Ach, so ein bisschen nicht so schön. So. Aber ich schilder mal die andere Route, also Route 1. So. Gut, da haben wir es geschafft. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, Abo und Kommentar. Teilt bitte das Video, teilt meinen Kanal, ja, damit wir weiter wachsen können. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also, euer Gaming Freak.